Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video mit Bigspin zusammen. Wir machen ein Duell im Global Tournament. Das Global Tournament ist ja immer einmal pro Monat da und wir sind jetzt beide auf 12 Siegen. Ich auf 12-1 und Bigspin auf 12-0. Über Niederlage sprechen wir nicht. Und es geht jetzt darum, wer von uns höher finisht quasi. Das heißt, wer schafft mehr Siege, bevor er 5 Niederlagen erreicht. Und der Verlierer muss dem Gewinner dann 6 Subgifts, also im Wert von 30 Euro, giften. Und ja, mal schauen, wer gewinnt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnt. Ansonsten, es ist jetzt schon klar, wer gewinnt. Creator-Code, Bigspin, Morten, Flobby, nicht vergessen zu nutzen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo lassen. Würde ich mich drüber freuen. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Was sagst du dazu, dass es keinen Creator-Code-Vero-Hack gibt? Ärgerlich, oder? Creator-Code-Vero-Hack gibt's aber. Du darfst. Ich bin im Game. Fischer! Hä? Was? What? Also die Lanze vom Prinz ist manchmal so komisch. Richtig, Mord. Ach, Junge, es... Ich hab Benjamin. Das ist Benjamin Blümchen. Echt? Ja. Also der Darsteller? Also der Schauspieler? Nee, der Elefant in Real Life. Ach so. Guter Start auf jeden Fall. Mir ist so schade. Wer würde ich jetzt besiegen? Skarmi? Wahrscheinlich hat er eine Skarmi im Deck, oder? Sag mal, wovon träumst du denn nachts? Ja, er ist nicht so ganz. Die hellste Kerze auf der Torte. Hä? Was war das für ein Sepp? Hat er gerade meinen Fischer gesappt? Das war ja völlig irrelevant. Der Sepp war ja übelst schlecht. Was sagst du zu dem Gegner? Du darfst Benjamin jetzt nicht fronten. Benjamin ist netter. Benjamin Blümchen ist auch netter. Ich habe Benjamin Blümchen früher verfolgt. Was war das nochmal für eine Show? Das war doch so. Du wohl, was für eine Show? Ja, so eine Kindersendung oder. Das war eine Zeichentrickserie. Genau. Und was hat er nochmal gemacht oder gesagt? Gab es irgendwas Typisches so? Hat er nicht immer so. Worum ging es denn da eigentlich nochmal? Terror hat er gemacht. Weißt du, der Elefant ist, Junge. Ja. Oh, Scheiße. War ein bisschen unangenehm gerade, muss ich dir sagen, leider. Ich hoffe, die Dragons gehen jetzt nicht alle down. Das wäre nice. Da sind wir echt so ein Gag. Du fragst, was Tim schon in den fucking Elefanten ist, Mann. Oh. Ey, dieses Deck, was er spielt, macht mich kirre. What the fuck? Hör auf zu spammen! Was kommt jetzt? Oh, jetzt davon noch ein Mega-Ritter. Ja, da wird ein Ballon an die Brücke kommen. Ja, der war ja übel predictable, holy shit. Junge, der ganze Spieler ist predictable. Er ist der komplette Randy-Mann. Ja, aber er spielt nicht wie eine Tomate, sondern wie eine Gurke. Mhm. Fuck, er hat dich prediktet. Der Typ spammt einfach nur an die Brücke und prediktet mich auch. Nein, das war ein Predikt. Ich hab irgendwie Angst gehabt, deswegen der Fischer. Ja, starker Panikfischer. Schnauze. Also ich wünsche mir wirklich, dass du einfach bitte nur einen guten Gegner triffst, bitte. Es wäre wirklich... Ah, Junge! Ich fand, er hat gar nicht so schlecht gespielt. Lass Benjamin in die Runde. Ja, komm mal. Wichtiger ist das Sieg. Ich muss sagen, das Game war ein bisschen komisch. Das erhöht meine Confidence tatsächlich um 101. Weil jetzt Hunter hinten und nicht hier reinkommt. Spiel deinen scheiß Hunter hinten jetzt. Ich will einfach den Hunter random hinten. Und was machst du dann? Ja, das ist natürlich nicht so nice. Hast du nicht einen kompletten Hard-Counter? Nein, what the fuck? Aber du hast doch Barbarenhütte gegen Royal Giant. Und? Ja, aber zeige mich irgendwann, bist du dumm? Was heißt so zeige? Alter, mal. Darf ich keine dummen Fragen mit. Also, ich glaube, du hast einen Hardcounter. Ja, schön. Warum kannst du in der Kirche? In der Kirche? Kirche, du Kick. In der Kirche kann ich glauben, Junge. Nee! Ich konzentriere mich mal aufs Game. Ist wichtig gerade. Oh oh! So, ein bisschen. Ich habe eine Frage, wie ich es bin.
Warum hast du 11,8 Elixier geleakt? Kannst du mit deinen Fragen dich bitte einfach woanders hin verziehen? Der Gegner hat nur 9 Elixier geleakt. Du bist dann im 2,8 Elixier Rückstand. Das heißt, du hast extrem viel Energie und Elixier verschwendet in dieses Game bis jetzt, ohne dafür wirklich, ja, dem gerecht zu werden. Verstehst du, was ich meine? Absolut geisterkrank, ja. Weil dafür scheint auch sterben müssen einfach. Wie du mit der Stimme tiefer gehst, weil du gerade merkst, es sieht nicht so gut aus. Manche wünschen mir, du hältst einfach dein Maul. Ja, es war klar, dass du Cake protectest. Mit einem Hunter. Ja, war doch gut gemacht, oder nicht? Total gut. Ich hätte eine Idee für dich. Ich hätte auch eine Idee für dich, halt die Schnauze. Warum spiegelst du die überhaupt halt nicht? Das wäre doch voll nice gegen Royal Grant. Weil du meinst ja, du könntest auch recycelt werden. Ja, das könnte dann auf jeden Fall nicht mehr passieren. Kannst du ein Deck empfehlen für GT? Royal Grant. Und das Ballon Royal Recruits kann ich auch empfehlen, wenn man damit gut ist. Er hat nichts. Ja. Ja, du hast halt einen Hardcounter, ne? Da kann er halt einfach nicht Junge, viel machen. Junge, mein Gegner ist wirklich gut, Mann. Was muss er denn machen? Junge, er muss anders spielen, er muss viel aggressiver spielen. Er spielt seinen Royal Giant hinten, das ist so dumm. Ich glaube, du hast einen Hardcounter. Robert hätte schon längst gewonnen. Ja, Ziel Spirit. Schade. Doch, danke. Hast du gehört, Big Spin? Robert hätte schon längst gewonnen. Ja, Robert hätte einfach als 9. Karte noch Golem und 3 Musketiere und einen drin. Ja. Aber ist doch auch. Hat er sich doch auch verdient, oder darf er doch auch, oder? Ja. Big Spin spielt es aber auch stark. Ja. Ja, Barpart hinten zu spielen ist schon nicht schlecht. So, das was er jetzt macht, ist genau die Situation, die ich nicht haben will. Wieso? Gut, dass ich vorher genug Schaden gemacht habe. Weil er mich jetzt auch cycelt. Hä? Ah. Aber das geht doch erst Triple Elixir, oder nicht? Das geht schon die ganze. Hä? Vorher geht das. Junge, nice. Du denkst einfach an Triple Elixir, kann man jemanden besser outcyclen als ein einfacher. Nice. Soll man den ersten Royal Giant vor der Hütte spielen? Oder direkt, wenn die Hütte kommt? Vor der Hütte, Junge, direkt rein, damit der der Hütte, damit der Gegner reagieren muss. Reagieren und dann outcyclen quasi. Wenn der Gegner aber eine Junge, Barp hat, muss ich dir outcyclen erklären? Nein, aber wenn der Gegner eine Barp hat, fürs Play aufs Feld bringt, was, wie willst du denn mit dem Royal Giant Spieler, der vor der Barp hat, kommen? Haust ein Feuer auf die Scheiße? Und da wartest du. Okay, danke für den Tipp, mein Bester. Ich wollte nur mal fragen. Too good for you, den Typ kenne ich, gegen ihn habe ich schon so oft gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Leather-Typ ist, denk mal ja. Ich glaube, das ist ein Leather-Typ. Morten, ist das nicht ein Leather-Typ? Ist das nicht ein übelster, Mich schreibt einer an auf Discord, er schreibt Benob, N-O-B-B. Dann schreibt er heute, du Wichser, W-I-K-S-E-R. Okay. Digga, was soll denn das jetzt heißen? Ein Wichser, so ein. Schade, Mann. Ja, da macht sie manchmal nichts. Schade. Oh nein, jetzt kommt Megawasser und ich hab verloren, oder was? Junge, er spielt Underban. Oder, nee, wie heißt, was ist das für ein Deck? Och nee, Digga. Kann ich den King Tor aktivieren? Ich bin nicht so gut, oder? Doch. Das war lässig. Das war eigentlich dein Cringe, Scheiße, Mann. Oh Gott, da kommt ja gar nichts. Was ist denn da passiert? Das war ein bisschen unangenehm. Ich dachte, da kommt wenigstens was. Was ist denn da los? Das war ein bisschen unangenehm. Ich bin kein Lauch.
Ach du meine Güte, Alter. Das war nicht so geplant. Ich glaube, ich habe Probleme. Ich habe ein riesiges Problem. Ich hasse dieses Matchup. Ich hasse es, gegen diesen Typen zu spielen. Ich hasse das Matchup. Ich hasse alles an diesem Matchup. Hinter das Fragezeichen müsste ein Ausrufezeichen. Das ist so ein Krampf, Junge. Ich habe vergessen, dass er ein guter Spieler ist. Ich habe gerade einfach aggressiv gespielt. Ich habe vergessen, dass er ein guter Spieler ist. Das ist nicht so schlau gewesen. Ich habe einfach vergessen, dass er ein guter Spieler ist. Wie spielt man das denn jetzt? Anders als eben. Lass mich noch, sag mal was. Hallo? Ah, jetzt ist. Sag mal was? Hallo? Okay, jetzt was. Man kann ja jetzt einfach Mega-Ratte setzen und alles ist down. Warum hat er Glitz? Das ist eine sehr gute Frage. Wieso charge der Prinz? Du hast gewonnen. Hab ich gewonnen, ne? Die wird auch wieder in der Kombi reingesackt, holy shit. Ich hab gewonnen. Ja, GG. Oh, das war ein guter Spieler, das war so wichtig, dass ich das gewonnen habe. Ich wünsche dir viel Glück, Big Spin. Du spielst gegen Nova-Tino. Tino. Könnte ein guter Spieler sein. Ronaldinho. Es könnte ein guter Spieler sein, aber da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Abkündigung? Ja, ja, wieso? Es kommt ja. Muskis an der Bridge. Vorne und ich habe nichts, ich bin Poison Cycle, perfekt. Die Abmoderation, ne? Ja, Moment. Ändert trotzdem nichts daran, dass ich immer noch kein Poison habe. Junge, Poison, letzte Karte, fuck the chicken, Alter, ich sag's dir, wie es ist. Es wäre echt schade, wenn du jetzt gleich mit Salz deinen Stream startest, wäre es irgendwie ärgerlich, oder? Gewinn mal, das wäre, glaube ich, besser. Ich bin Bestes. Oh, oh, das war zu hoch platziert. Der Hunde sind hart, Alter. Das ist zu hoch platziert. Er hat so einen Luck, Mann. Ich hab Poison letzte Karte, ey. Das kann nicht wahr sein, Mann. Ja. See ya forever! Sub im 13. Monat, jetzt im 14. Vielen, vielen Dank für den Support. Kurs geht raus. Cringe? Wieso cringe? Ich bin nie cringe in meinen Streams. Esther Kolm hat mal Witze ausgehauen und schreibt: Ist okay, hättest du die Muskeln noch angespannt, wär's peinlicher gewesen. Ja, stimmt's. Perfekt. Da belief noch einer. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Hm. Was kann dein Gegner jetzt hier? Der gute alte Nova Tino. Bis jetzt spielt er sehr solide. Bis jetzt spielt er sehr, sehr solide. Aber mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird. Ich lese gleich noch vor. Pickwood, ich sehe es. Pickwood, ich lese gleich noch vor. Vielen Dank. So, jetzt muss man mal ganz kurz casten ein bisschen. Also, Wigs bin jetzt hier in einer nicht so guten Ausgangslage, aber natürlich ist das Game noch nicht vorbei. Man kann das natürlich noch gewinnen, aber es wird schwierig werden, denn Ding hat einen ordentlichen Damage-Verteil. Und das in einem Matchup, drei Musketiere, Royal Hawks, wo es nicht so einfach ist, viel Damage mit Graver rauszumachen, weil er eine recht gute Defense hat. Deswegen könnte es recht schwierig werden, da durchzukommen und Damage zu machen. Aber, mal gucken, noch ist alles offen. War gut zusammengefasst, Chad, oder?
das ist nicht dein Ernst. Ich breche dem Gegner das Genick, um Munition zu sparen. Der Rest aus der Paintball-Runde. Nee, Haramans. Der Joke kam bei mir nicht so an. Lösch dich bitte. Lösch dich. Herr Bixpin, du musst noch Damage machen, ne? Wenn du das Game gewinnen möchtest. Merkt ihr, wie Bixpin immer sehr still ist, wenn er sehr fokussiert ist? Das finde ich immer nice, weil da merkt man, ob Bixpin gerade wirklich tryhard ist oder tryhard ist. Aber ärgerlich, dass der Ego Storm gegangen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Ritter da auch zurückgeht, ist so gering. Ja. Das Matchup ist ein bisschen scheiße. Also das Matchup ist gar nicht scheiße, aber die Situation. Ja, ist so räudig leider. Da kann man nicht viel machen. Das ist ein bisschen das Problem. Ich finde es gut, wie er dir immer Pause bei dir gibt und nicht mal die Monster an der Brücke bringt oder sowas. Ja, aber es sieht doch jetzt gut aus für dich, oder nicht? Jetzt war er beschissen dran, Muskis, das ist ein bisschen schaden. Die waren echt schlecht, oder? Ich glaube, bloß gewonnen. Zwei Dark Prinzen, alles klar. Ich glaube, du wirst das gewinnen. Ich glaube. Wobei, er kommt nochmal mit Royalhawks jetzt. Aber die Barb hat hier nicht down. Die Barb hat überlebt und damit solltest du es gewonnen haben. Diese Barpad wollte einfach nicht down gehen. Warum ruft er den Feuerball noch hin? Ich glaube, das ist ein W. Ich mache meinen Turm wieder an. Zuerst höre ich dich wieder. Warte. Hä? Jetzt? Hallo, hallo? Hast du mich im Ernst jetzt gemutet? Ja, klar. Hä? Digga, was ich, bist du, auf du denn Eier für ein Flutschfinger? Holy shit, du hast einfach mich gemutet. Ja? Du hast mir auch gar nicht geantwortet. Das war voll asozial. Ja, Überraschung. Wahrscheinlich waren deine Fragen eh nur dumm. So Leute, das war's mit diesem Teil Nummer 1. Wir stehen jetzt beide 16-1, haben beide eine unglaublich gute Ausgangslage, können auch beide noch sehr weit kommen und mal gucken, wer von uns beiden das Ganze gewinnt. Ich lag ja zurück, hatte schon eine Niederlage sehr früh, jetzt steht es hier quasi unentschieden und mal gucken, wer das Ganze gewinnt. Teil Nummer 2 findet ihr jetzt auf Bixpins Kanal. Dort gibt es Teil Nummer 2 und da geht's weiter. Schaut gerne vorbei, ich verlinke euch das Video dazu in der Infobox und jetzt viel Spaß damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und bis bald.